Hi Leute, willkommen zurück zum Kanal von Checkpoint Xander. Wir zocken heute Matrix The Awakening und ich bin schon ganz heiß drauf. Ist eine Unreal 5 Tech Demo und soll zeigen, was die PS5 so alles kann in Verbindung mit der Unreal Engine 5. Wir können uns also auf richtig geile Grafik freuen und da habe ich auch richtig Bock drauf, Leute. Natürlich auf 4K, logisch, damit wir auch alles schön sehen. Und ja, da versuche ich jetzt mal so ein bisschen meine Klappe zu halten. Einstellungen, Untertitel an, aus und einfach mal drauf loszuschießen. Wir betreten die Matrix. I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. I like the freedom I feel outside the limitations of the real world. But computers are also mirrors, reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build. They also confront us with questions about why we want to choose this over that, why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? For instance, I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here, that it was important for me to ask people. How do we know what is real? Hi, I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time. Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative. In an industry where actors have tried to remain perpetually young, we wondered about digital faces that could become immortal. Hi, I'm Carrie Ann Moss, and I played Trinity in the Matrix films. 20 years ago, we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes. We wondered, what would identity mean in a completely digital world? And what would reality mean when a world we can build feels as real as our own? Theoretical mumbo jumbo, but they needed some sexy action. Who said? The marketing people. Marketing? I thought we were supposed to have total creative control. Welcome to the Matrix. This is a sim preparing me to fight the system. Right on. You know about this? Yeah. It's all supposed to be a little unreal. Word of advice. Agents are bad, but whatever you do, stay the hell away from marketing. See you soon. So, what now? Haven't you ever watched a movie before? Shoot the tires. Say no more. Keep them off us. You drive. I'll shoot. Boah, das sieht ja so heftig aus. Gänsehaut pur.
geil das aussieht. Ultra realistisch. Das sieht ja so krass aus. Ach du Scheiße. Macht bitte ein ganzes Spiel davon. Ach du Scheiße. Boah. Puh, PS5 geil. Da freue ich mich drauf, wenn ihr nur noch so Spiele macht. Ach du Scheiße. Wie das aussieht. Bam. Unreal Engine 5, herzlichen Dank dafür. Richtig geil. Boah, da dürfen wir uns ja auf was freuen, Leute, wenn die Spiele irgendwann nur noch so aussehen. Crazy. Wie witzig. Tag, Nacht. Krass. Nacht sieht ja richtig geil aus. Partikelsystem. Ja. Geil, das aussieht. Super Resolution, ein aus, ein natürlich, da. Ne, krass. Ach du Scheiße, wie das aussieht. Hör doch auf. Boah. Rennen, fliegen. Ah, okay, kann ich mit der Kamera rumfliegen. Boah. Ach du Scheiße, ey.
geil das aussieht. Ich will mal hier reinfliegen. Tiefer, höher. Schneller. Boah. Wie krass das aussieht. Ach du Scheiße, ey. System Mega City Explorer aktiv. Belichtung, okay. Blende. Fokusabstand. Crazy. Sonnenbahn. Boah, hier kann man die. Das ist ja total krass. Menschenmenge 100% alles. Gruppenmondverkehr an. Ist ja krass. Ist ja krass. Okay, hier kann ich. Irgendwas kann ich da hier machen, oder? Boah. Wie hart das aussieht. Mal hier ist irgendwo rennen. Kann ich hier einsteigen? Krass. War mal hier Crash. Boah, das sieht ja echt aus. Sieht echt super krass aus. ich bin hier hinten drauf gefahren. Okay, ich nehme mal lieber hier die Kiste. Kann ich die nehmen? Steig mal aus da. Hey. Die kann ich gar nicht nehmen. Boah, aber hier drüben steht doch was Geiles. Porsche, ne? Jo. Maserati oder so. Okay. So, ganz kurz auf die Karte gucken. Irgendwo hier müsste doch was sein. Das Schadensmodell sieht schon krass aus. Driver mal hier durch die City. Oh. Okay. Okay, ab geht er. Freie Fahrt. Boah, sieht das krass aus. Boah. Kann ich hier so Leute umfahren? Ah, okay, die verschwinden dann einfach. Boah. Boah, Leute, das sieht ja ultra krass aus. Ach du Scheiße. Ja, krass. Boah. Wie das aussieht, ey. Boah. Richtigen Crash gebaut. Okay. Ich will mal gucken, weil auf der Karte sind hier so Punkte. Kann ich die irgendwie benutzen, die Karte? Müsste hier irgendwo der Punkt sein. Rennen. Ich glaube hier lang. Kann ich da rein dann, oder wie?
Also ein Block weiter, rechts. Und dann links. Kann ich hier reingehen? Nein. Boah, wie das aussieht, ey. Hier kann ich doch dann. Nochmal auf die Karte. Was sind diese Punkte? Eins zurück. Kann ich die Karte auch anlassen? Nee. Eins zurück. Bin ich falsch irgendwie. So, jetzt laufe ich quasi drauf zu. Da drüben. Ja, ich laufe direkt drauf zu. Okay. Boah, wie krass das aussieht. Ja, ich glaube, diese Punkte sind einfach irgendwie gar nichts. Ich komme hier auch gar nicht rein. Könnte mal fliegen. Kann ich mir hier irgendwas von oben anschauen? Ja. Brutal. So. Krass. Also richtig krass, Leute. Muss echt sagen, die Grafik, boah, ist echt übertrieben. Ich kann jetzt hier nochmal zu so einem gelben Punkt fahren. Und ich würde auf jeden Fall nochmal auf die Autobahn gehen. Und zwar mit dem schwarzen Flitzer hier. Entschuldigung, willst du hier auch grün? Hallo? Haha. Da komme ich nicht durch, okay. Boah, direkt kaputt. Hängt der Pfeiler, hängt in dem Auto drin. Okay, das war's wohl für das Auto. Ich wollte nochmal zu so einem gelben Punkt ein. Ich geh jetzt mal hier durch. Mann, sieht das krass aus. Wenn ich jetzt hier noch was machen könnte, das wäre ja übertrieben geil. Red City Bank. Okay. Ich bin schon wieder falsch gelaufen. Ja, die Karte ist nicht so geil. Das muss man sagen. Aber ich glaube, ich kann da auch darüber fliegen einfach. Und wenn ich dann auf Gehen drücke. Boah. Krass das aussieht. Boah. Das ist ja echt heftig. So, ich gucke jetzt in die Richtung. Oh, das ist hier für ein geiler Schlitten. Boah. Also die Spiegelung auch und so. Echt krass. Kann ich jetzt doch hier Tag-Nacht auch anzeigen, oder? Mega City Explorer aktiv. Hauptmenü. Nein. Verfolgungsjagd statt der Kunden. Einstellungen unter den Einstellungen statt der Kunden. Ich wollte auf jeden Fall nochmal zu den Punkten gehen.
Das sieht echt übertrieben krass aus. Macht davon bitte ein Game, Leute. Genau in der Grafik. Mit so krassen Verfolgungsjagden. Und zu diesem gelben Punkt wollte ich da nochmal. Ne? Bisschen so. So müsst ihr eigentlich genau drauf zufliegen. Das machen wir jetzt mal. Crazy. Ah, noch weiter, wesentlich weiter. Erstmal jetzt zu dem gelben Punkt und dann wollte ich nochmal auf die Autobahn auf jeden Fall. Boah, das sieht ja echt krass aus. Leute, was meint ihr zu dieser Grafik? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ist ja echt übertrieben Hammer, finde ich. Ich gucke jetzt gerade mal. Dann bleibst du bitte stehen. Das müsste es eigentlich genau vor mir sein. Schnapp ich mir mal hier so. Car. Boah, das ist Polizei. Kann ich die rammen? Okay, hier links. Nee. Ist wieder falsch. Ja, hier links. Boah, das ist so ein Pickup. Müsste der Punkt jetzt irgendwo sein. Genau vor mir. Ah, da hat da jemand was gesprochen. Over here. Ich hätte gerne mal so ein Polizeiauto klauen. Ja, hier ist genau der Punkt. Aber es gibt hier auch gar nichts. Entschuldigung. Können Sie mir sagen, wo der gelbe Punkt hier ist? Und was der kann? Wer pfeift hier? Okay. Irgendwie gibt es hier nichts an den Punkten. Aber krass sieht es auf jeden Fall aus. Muss ich ja schon sagen. Boah, komm, wir nehmen mal das Auto hier. Das hatte ich ja eben schon. Dann fahren wir jetzt mal auf die Autobahn. Wenn das geht. Müsste ja eigentlich hier rechts sein. Da ist doch die Ausnahme. Oh. Boah, der ist schnell, das Ding. Hier ist die Autobahn. Da kann man doch auf die Autobahn fahren. Oder? Da hinten hätte ich jetzt gesagt. Oh. Bis ich da hinkomme, ist das Auto schon Schrott wahrscheinlich. Oh. So, Leute, wie komme ich hier auf die Autobahn? Da. In Autobahn Auffahrt, hallo? Unter der Brücke jetzt hier. Hier geht's links. Oh.
Da ist irgendwas vom Auto abgeflogen. Aber hier links. Soundeffekt ist auch krass, wenn man hier unter der Brücke steht und die Autos oben drüber fahren. Das hört man richtig. So, aber wie komme ich auf die Autobahn? Ah, da hinten könnte es noch hochgehen. Hier, da. Autobahn, ich komme. Meine Tür ist zwar schon kaputt, aber. Yes. Nice. Boah, sieht das krass aus. Guck mal, schauen wir mal, was das Ding hier kann, die Kiste. Okay. Krass, fährt immer noch. Ich will mal wieder von der Autobahn runter. Ich wollte hier eigentlich hier drauf. So, schauen wir nochmal. Wollen wir nochmal geil Crash hinkriegen. Oh, wahrscheinlich hätte ich hier nochmal drauf fahren müssen. Ja, fahre ich hier drauf. Wow. Okay. Das war krass. Ganz klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der krassen Grafik haltet. Ich finde es schon echt übertrieben hier. Auch, guck mal, die ganzen Schrammen am Auto und so. Boah, das sieht ja echt heftig aus. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Klickt mal auf die Glocke, hinterlasst ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und macht's gut. Ciao, ciao.